Achtsamkeit allein ist nicht genug. Ich werde heute Abend über Achtsamkeit sprechen, einmal mehr. Über ihre verschiedenen Aspekte, ihre möglichen Eigenschaften und die entsprechenden Wirkungsweisen. In seiner Lehrrede über Achtsamkeit sagte der Buddha: Dieser eine Weg führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Leiden und Schmerz, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nibbana, das heißt der Innenbefreiung, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Ein eindrückliches Versprechen, finde ich, und Achtsamkeit soll dies bewerkstelligen können. Wie soll das möglich sein? Fast jeder ist immer mal wieder achtsam am Tag. Man ist achtsam beim Überqueren der Straße, man ist meist achtsam beim Zuhören und bei zahllosen anderen Gelegenheiten und niemand scheint dadurch besonders verändert zu sein. Worte wie Achtsamkeit können dermaßen viele Bedeutungen haben, völlig abhängig von den jeweiligen Interpretationen, was wir in Übereinstimmung mit ein paar anderen meinen, wenn wir das Wort brauchen. Selbst die Sanskrit- oder Pali-Worte aus den Sprachen, die im Buddhismus gebraucht werden, Worte wie Smriti oder Sati oder Appamada, haben Bedeutungen von Erinnerungsvermögen bis zu Aufmerksamkeit heilsamer oder auch nur neutraler Art. Also nicht nur, wenn man das Wort einfach so braucht, im allgemeinen Sprachgebrauch nicht eindeutig und offensichtlich, was gemeint ist. Und schon gar nicht, und auch nicht in der buddhistischen Terminologie. Meistens ist es so, dass jede Tradition überzeugt ist, dass sie weiß, was damit gemeint wird, aber es ist in jeder wieder ein bisschen anders. Ich werde hier versuchen zu beschreiben, was es alles braucht, damit Achtsamkeit, eine allgemeine Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Präsenz, zu einer heilenden und befreienden Achtsamkeit wird. Oft wird ja heute jetzt einfach Meditation, in Anführungszeichen, angeboten. Was immer das dann auch sein mag. Oder Achtsamkeitsmeditation ist auch hin jetzt. Man kann heute auch in 3 Wochenenden Meditationslehrer oder Meditationslehrerin werden. Habe ich im Internet gesehen. 800 Euro. Aber es gibt sicher auch noch günstigere. Man hält inne und beruhigt sich. Als Meditation. Und das kann unter Umständen auch gut funktionieren. Und viele sind dann auch schon zufrieden mit einer gewissen Beruhigung. Und das ganz sicher in unserer schnelllebigen Zeit und unserem hektischen Alltag bereits auch sehr viel wert. Und schon hier braucht es etwas Achtsamkeit, braucht es ein bisschen Sammlung. Ein mögliches Alltagsbeispiel. Wir sitzen zum Beispiel im Liegestuhl am See, oder wir halten uns in der Natur auf. Das beruhigt auch und schafft mehr Ausgeglichenheit, zumindest für den Moment, solange wir eben am See sind oder in der Natur. Wenn wir aber im Liegestuhl dort liegen und unser Geist verirrt sich wieder in den alten Sorgen, im alten zwanghaften Planen, in unseren Hoffnungen und Ängsten, dann ist es schon wieder vorbei mit Ruhe und Ausgeglichenheit. Wir brauchen also genug Fokus, oder man könnte auch sagen Verdrängungsfähigkeit, der Ausschließlichkeit, damit uns die Sorgen, Ängste, Hoffnungen und Begierden, die all unseren Stress schaffen, nicht in die Quere kommen. Dann klappt's, oder solange uns das gelingt, klappt's. Das bedeutet, dass es eigentlich die Fähigkeit des Geistes, sich nicht in schwierige Gedanken und Gefühle verwickeln zu lassen, ist, welche die Beruhigung bewerkstelligt. Vielleicht gar nicht so sehr die Achtsamkeit. Um sich selbst, um Herz und Geist zu heilen und zu befreien, ist diese Art von Beruhigung nicht gut, auch wenn sie sehr hilfreich sein kann. Eine Weiterentwicklung davon ist, was wir hier Samatha oder Shamatha-Meditation nennen. Die Tibeter nennen es Shine. Eine sehr konsequente Ausrichtung auf ein Objekt. Es kann
der Atem sein, oder es kann liebevolle Güte sein, Metta oder viele andere Meditationsobjekte. In diesem Fall wird Sammlung konsequent kultiviert. Wenn wir zusammen mit heilsamen Herzensqualitäten, wie eben zum Beispiel liebevolle Güte, Metta oder Mitgefühl, Karuna, in sehr tiefe Sammlungs- und Vertiefungszustände einsteigen können, dann werden diese heilsamen und wunderbaren Qualitäten in uns verstärkt. Sie werden mächtiger. Das ist eine sehr gute Sache. Auch etwas, was wir hier anbieten, manchmal Meditationskurse von 3 oder 7 Tagen mit Metta, liebevoller Güte. Und das sind immer Samatha-Meditationen. Oder mit Karuna, Mitgefühl. Im Weiteren, wenn wir einen sehr ruhigen, stetigen, gesammelten Geist entwickeln, können wir damit auch das Wesen, die Natur von Erfahrung viel präziser und kontinuierlicher und klarer ergründen. Die Veränderlichkeit, der Wechsel, die Vergänglichkeit, die Nicht-Selbstexistenz, die Unzulänglichkeit, all das. Und natürlich brauchen wir dazu Achtsamkeit. Achtsamkeit einerseits, die den Geist beim Objekt behält. Und ihr merkt das heute, wenn ihr beim Körper, irgendwo im Körper sein wollt, muss die Achtsamkeit immer wieder den Geist zurückbringen einerseits. Und es braucht die Achtsamkeit, die störende Erfahrungen fernhält. Das ist nützlich, um diese Art von Sammlung oder Samatha zu kultivieren, brauchen die meisten, nicht alle, aber die meisten vielleicht ein paar Wochen. Ein bisschen können wir sie auch in ein paar Tagen kultivieren, tiefere vielleicht ein paar Wochen oder Monate, je nach Begabung und je nach Anspruch, was wir damit meinen, wie stark die Sammlung sein sollte. Eine außerordentlich nützliche Art von Praxis, wenn wir sie dann weiterverwenden, aber auch eine Art von Praxis, die nicht wirklich befreiend wirkt. Sie befreit, während wir in den Zuständen sind. Das ist eine Art Verdrängung der unangenehmen, unerwünschten Erfahrungen, die wegbleiben, solange wie die Sammlung bleibt. Und dann kehrt sie zurück. Dann kehren die Dinge, die wir nicht so schätzen, wieder zurück. Kann man gut beobachten bei nach längeren Retreats. Ein Teil von dem, was wir hoffen mitzunehmen, ist dieses Gefühl von Geeintheit, irgendwie ein Gefühl von Ganzheit, das wir erfahren, und das ist der Sammlungsaspekt, der das bewirkt. Und wenn wir in diese Art Leben zurückgehen, in diese Art Alltag, wie die meisten von uns zurückgehen, so am Mittwoch ist der zerbröselt. Und dann hat man das Gefühl, man hat nichts mehr, außer man hätte wirklich Achtsamkeit geübt. Achtsamkeit geübt in all den Situationen, wo man auch gestört ist und wo man auch etwas schneller ist, nicht nur in denen, wo wir schön geschützt hier sitzen. Achtsamkeit kann man mitnehmen, auch in einen relativ hektischen Alltag. Weil Achtsamkeit im Sinne der Erkenntnis oder der Vipassana-Meditation, die wirkt auch anders als Sammlung. Achtsamkeit oder achtsames Gewahrsein oder wie immer wir das nennen wollen, das, was sieht und spürt, die Erfahrung des Moments. Das kontaktiert und konfrontiert die beunruhigenden und schwierigen Gedanken und Gefühle, die Hoffnungen und Ängste und natürlich auch die heilsamen Gefühle, Freude, Vertrauen, Zuwendung. Damit es richtig verstandene, befreiende Achtsamkeit ist, die, wie der Buddha sagt, zur Überwindung von Kummer und Leiden führt, muss sie in Kontakt sein mit unseren Moment-zu-Moment-Erfahrungen, was wir hier den ganzen Tag hinüber üben. Das ist etwas anderes, als sich auf eine Sache ausschließlich zu konzentrieren. Sei es der Atem, oder sei es ein Mantra, oder ein Licht, oder was immer. Achtsamkeit aller Moment-zu-Moment-Erfahrungen ist anspruchsvoller, weil wir sensibler, weil wir wacher und lebendiger spüren, was uns das Leben bringt in jedem Moment. Es bedeutet nicht ausweichen und verdrängen, sondern es bedeutet konfrontieren, sanft und aufmerksam, immer wieder von Neuem in Kontakt sein. Das Gegenteil von einer Art Bypass-Meditation, wo
Aber sonst gelingt allem auszuweichen und ein Stück Sammlung hinzukriegen, solange wir es halten können. Achtsames Gewahrsein, präsent, in Kontakt sein, ist also wesentlich. Mein verstorbener Dzogchen-Lehrer, Nyoshul Kenrinpoche, ist da ganz recht, ganz außen, beschreibt, betont, wie wesentlich Achtsamkeit bzw. achtsames Gewahrsein, ich brauche die beiden Begriffe synonym, auf diesem Weg ist. Er sagt, achtsames Gewahrsein ist die Wurzel des Dharma, der Praxis. Achtsames Gewahrsein ist die Hauptpraxis auf dem Weg. Achtsames Gewahrsein ist der Stab, an den der Geist sich anlehnen kann. Achtsames Gewahrsein ist der Freund der ursprünglichen Gewahrseinsweisheit. Das ist die befreite Gewahrseinsweisheit. Achtsames Gewahrsein ist die Grundlage von Mahamudra, von Dzogchen und Madhyamika. Das sind verschiedene Erkenntnismeditationen. Ohne achtsames Gewahrsein wird man von Mara überwältigt, den unheilsamen inneren Tendenzen. Ohne achtsames Gewahrsein wird man von Trägheit bezwungen. Durch mangelndes achtsames Gewahrsein entstehen alle unheilsamen Handlungen. Mit mangelndem achtsamem Gewahrsein kann man seine Ziele, seine spirituellen Ziele, nicht verwirklichen. Freunde, ich bitte euch, nehmt achtsames Gewahrsein als Grundlage. Wir haben also Beruhigung betrachtet. Dann haben wir echte Sammlung, Samatha, besprochen. Dann haben wir Achtsamkeit, die mit den Erfahrungen des jetzigen Moments in Kontakt ist, beschrieben. Von was sollen wir achtsam sein? Oder wessen sollen wir gewahr sein? Was ist es, was wir kontaktieren sollen, sehen, spüren, aufmerksam wahrnehmen sollen? Es sind eigentlich alle Arten von Erfahrungen, die möglich sind. Also jede Erfahrung, die wir haben, in jedem Moment grundsätzlich. Ich werde sie nur kurz aufzählen. Sie sind vielen von euch wohlbekannt. Ich habe sie auch schon erwähnt zum Teil. Es sind alle Körperempfindungen. Angenehme, unangenehme, grobe, subtile, erwünschte und unerwünschte. Das ist wichtig, erwünschte und unerwünschte. Und all die Erfahrungen von Sehen, Wissen, dass Sehen stattfindet, von Formen, von Farben, von Hell, von Dunkel. All die Erfahrungen von Hören, von Geräusch, von Lärm, von Klang, von Stimme. All die Erfahrungen des Riechens, von Duft bis Gestank. All die Erfahrungen des Geschmacks, süße, saure, bittere, angenehme, unangenehme Geschmäcker. Und es sind Gedanken, Ideen, Vorstellungen, sowie Gefühle, Emotionen, Reaktionen, Angst und Freude, Liebe und Hass, Klarheit und Verwirrung, Wachheit und Dumpfheit. Angenehm, unangenehm, schmerzhaft oder neutral, erwünscht und unerwünscht. Einfach die ganze Skala. Ich denke, es ist schon klar, ich zähle sie nur auf, damit klar ist, dass das wirklich so gemeint ist. Eben, wir üben uns in Achtsamkeit, in jeder Erfahrung, in jedem Moment, jederzeit, allerorts, soweit uns das möglich ist. Eigentlich würde das genügen als Anleitung. Aber es müsste die richtige Art von Achtsamkeit sein. Ajahn Chah, ein großer Thai-Meditationslehrer, sagte, traditionellerweise wird der achtfache Pfad mit acht Aspekten gelehrt, wie rechte Erkenntnis, rechte Rede, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung und so weiter. Aber der wahre achtfache Pfad ist in uns drinnen. Zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, eine Zunge und ein Körper. Diese acht Tore sind unser kompletter Pfad. Und der Geist ist derjenige, oder vielleicht besser das Gewahrsein, das achtfache Gewahrsein, das achtsame Gewahrsein ist das, was auf dem Pfad schreitet. Kenne diese Tore, ergründe sie mit Achtsamkeit und alle Dharmas werden sich offenbaren, also alles, was es zu verstehen gibt, was befreiend ist. Das Herz des Pfades ist ganz simpel. Gib das Anhaften an Verlangen und Hass auf, was natürlich nicht immer so simpel ist, und verweile mit den Dingen, so wie sie sind. Das ist es, was ich in meiner Praxis tue. Versuche nicht, etwas zu werden. Mache dich selbst nicht zu etwas.
sei kein Meditierer, werde nicht erleuchtet. Wenn du sitzt, sei präsent und achtsam und lass es so sein. Wenn du gehst, sei achtsam und lass es so sein. Ergreife nichts, widersetze dich nicht. Und natürlich gibt es Dutzende von Meditationstechniken, um Sammlung und viele Arten von Vipassana zu entwickeln. Aber alles kommt zurück auf dieses eine. Sei achtsam und lass alles so sein. Verlasse das Schlachtfeld und komm hier herüber, wo es kühl ist. Es ist ein Versuch wert. Wagst du's? Das ist natürlich vielleicht simpel, aber auch enorm anspruchsvoll. Und sicher anspruchsvoller, als sich ab und zu für eine Weile auf den Atem oder ein Bild oder Mantra zu konzentrieren. Ist auch enorm wirkungsvoll. Beruhigung, tiefe Sammlung von Samatha, Achtsamkeit der momentanen Erfahrung, Achtsamkeit aller Sinneserfahrungen, Gedanken und Gefühle. Und doch genügt auch diese Achtsamkeit nicht, denn es muss die richtige Achtsamkeit sein. Und das heißt vor allem heilsame, ethisch positive Achtsamkeit. Beispiele von Achtsamkeit mit ethisch unterschiedlichen Absichten wären zum Beispiel eine Achtsamkeit, die verwerflichen Zwecken dient, ein Einbrecher, der achtsam und konzentriert eine Tür, ein Fenster aufbricht. Ich nehme an, da muss man achtsam sein, stelle ich mir vor, ich habe nicht so viel Übung. In der Absicht, sich zu bereichern und dabei anderen zu schaden. Oder auch ganz einfach hier, wenn wir achtsam versuchen, in der Meditation etwas anderes hinzukriegen als die Erfahrung, die schon da ist. Eine bessere Erfahrung hinzukriegen, als die, die uns nicht passt, im Moment loszuwerden, dann ist das bereits verlangende oder aversive Achtsamkeit. Und die ist nicht besonders hilfreich, ist ethisch unheilsam. Die Achtsamkeit kann relativ neutral sein. Wir überqueren achtsam die Straße, wir lenken achtsam ein Fahrzeug. Oder sie kann eben ethisch positiv, heilsam sein. Wir helfen, achtsam, unterstützen, heilen, aus Verbundenheit, aus Mitgefühl. Oder wir meditieren, mit der Motivation, hilfreiche Qualitäten und Fähigkeiten in uns zu entwickeln. Hilfreiche, die für uns selbst und andere von großem Nutzen sind. Alles hängt von der Absicht ab, die hinter unserem Tun und hier eben hinter unserer Achtsamkeit wirkt. Achtsamkeit, achtsames Gewahrsein. Damit es zur Überwindung von Kummer und Leiden führen kann, muss von heilsamen Absichten motiviert sein. Dann ist es Sammasati, rechte Achtsamkeit. Man könnte auch sagen, dann ist es Achtsamkeit, die dem Unterlassen und Aufgeben des Unheilsamen und damit des Leidens dient. Achtsamkeit, die dem Fördern des Heilsamen dient. Und Achtsamkeit, welche befreiende Erkenntnis möglich macht. Zusätzlich zu den heilsamen Absichten sind es eine Anzahl weiterer Eigenschaften, die rechte Achtsamkeit kennzeichnen. Oder vielleicht gehören sie auch zu den ethisch heilsamen, aber ich möchte sie besonders hervorheben. Zuerst, wie die Achtsamkeit nicht sein darf, wenn sie klärend, heilend und befreiend wirken soll. Eine wertende, urteilende, verurteilende Achtsamkeit ist ganz und gar nicht hilfreich. Und wir sehen, wie schnell unser Geist wertet, wie schnell unser Geist vergleicht, wie schnell unser Geist verurteilt. Das war okay, das war nicht okay, es geht manchmal 30 pro Minute werten, urteilen, verurteilen, sich verurteilen, andere verurteilen, Meditation verurteilen. Das ist nicht ein Problem, aber es ist nicht hilfreich. Und die Achtsamkeit kann auch dahin schauen und anfangen zu merken, zu spüren, wahrzunehmen, was das mit uns macht. Obschon jede Momenterfahrung unserer Achtsamkeit würdig ist, bewerten wir oft laufend auch unsere Erfahrungen selbst. Das ist nicht ruhig genug, ist nicht angenehm genug, heute Morgen oder gestern war besser, endlich habe ich es hingekriegt, oder ich krieg's nie hin, ich krieg's sowieso nie hin. All das. Nicht so hilfreiche Achtsamkeit. Und meistens sind Dinge, die wir vorher gar nie gesehen haben, die wir erst sehen, wenn wir anfangen, achtsam zu sein.
Also man kann Achtsamkeit, glaube ich, vermutlich sogar brauchen, um sich das Leben schwerer zu machen, als es vorher war. Erstaunlich. Auch eine manipulierende Achtsamkeit verfehlt ihren Zweck völlig. Wir glauben ganz natürlich eigentlich, intuitiv, wir müssten versuchen, unsere Erfahrungen zu verbessern. Und zwar meistens, sie sollten weniger unangenehm sein, sollten tiefer sein, intensiver sein oder ganz einfach angenehmer sein. Manchmal glauben wir sogar, Achtsamkeit diene diesem Zweck, diene dem Zweck, unsere Erfahrung angenehmer zu machen. Das ist nun wirklich eine Zeitverschwendung. Stellt euch vor, was man an 4 Ostertagen alles machen könnte, was bedeutend angenehmer wäre, als stundenlang hier sitzen und auf und ab gehen. Also wenn es nur um das geht, hey, also ich könnte euch ein paar Tipps geben. Ehrlich. Und trotzdem versuchen wir es. Ist phänomenal. Auch kritische oder klagende oder ehrgeizige innere Haltungen bedeuten falsch verstandene, nicht zu nutzen und heilführende Achtsamkeit. Ist auch okay, tun wir manchmal, manchmal müssen wir klagen. Aber es hilft nicht. Sind also die Eigenschaften einer hilfreichen, klärenden, befreienden Achtsamkeit? Eine wesentliche Qualität von rechter Achtsamkeit ist Interesse. Wir müssen interessiert sein an der Erfahrung des Moments. Und zwar an der Erfahrung, die wir haben. Nicht an der, die wir nicht haben, aber die wir denken, wir könnten sie dann mal haben. Die Erfahrung dieses Moments, egal was es sein mag, ob angenehm oder unangenehm oder einfach neutral, nicht einmal intensiv, ob erwünscht oder unerwünscht. Interesse ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Wir brauchen Neugierde, wir brauchen Wissbegierde, aber ohne die Begierde, nur das ist der Interesse-Teil. Weil es ist echtes Interesse, das uns wirklich dabei sein lässt, wirklich hinfühlen lässt, wirklich lauschen lässt der Erfahrung, den Körperempfindungen, den Farben, den Geräuschen, den Gefühlen, den Gedanken, ohne sich darin zu verlieren. Es ist immer schwierig mit diesen Begriffen. Lauschen könnte schon wieder heißen, dass wir uns in der Geschichte verlieren. Hermann Hesse beschreibt die Fähigkeit, wie sie in Siddhartha in dessen letzten Lebensjahren gewachsen war. Siddhartha verbrachte viele Jahre beim Fährmann Vasudeva am großen Fluss. Mehr als Vasudeva ihn lehren konnte, lehrte ihn der Fluss. Von ihm lernte er unaufhörlich, vor allem lernte er von ihm das Zuhören, das Lauschen mit stillem Herzen, mit geöffneter Seele, ohne Erwartung, ohne Urteil, ohne Meinung. Dieses Lauschen, dieses Zuhören, auch wenn es oft nicht ohne Urteil oder Meinung geht, dann hören wir eben auch, dass Urteile und Meinungen da sind. Aber wir sind dabei. Sehr berührend beschreibt auch die Zen-Nonne Rionen diese Qualität des Lauschens, des Zuhörens. 66 Mal haben diese Augen die wechselnden Farben des Herbstes geschaut. Über Mondlicht habe ich genug gesagt. Frag nicht nach mehr. Lausche einzig den Stimmen der Kiefern und Zedern, wenn kein Wind sich rührt. Im Weiteren, die Achtsamkeit muss nicht konzeptuell, also nicht gedacht sein, sondern in direktem, unmittelbarem Kontakt mit der Erfahrung. Und willens und fähig, die Erfahrung anzunehmen, so wie sie ist, oder loszulassen, sobald sie vergeht, weil wir können sie nicht wirklich ergründen, wenn wir ständig dagegen reagieren. Mit anderen Worten, es braucht Achtsamkeit mit interessierter, verbundener Gelassenheit. Im besten Fall sogar liebevolle, mitfühlende Gelassenheit. Und im Weiteren braucht es die Kontinuität, Geduld, Ausdauer, möglichst kontinuierliche Achtsamkeit. Durch dick und dünn, es macht keinen Sinn mehr, es macht zutiefst Sinn, es macht ein bisschen Sinn, es ist mühsam, es ist angenehm, wir bleiben dran. Bello Nock, der berühmte Zirkusclown, sagte, das sind zwei große Meister auf ihrem Gebiet, jetzt nicht in der Meditation, die zu Kontinuität und Ausdauer Aussagen machten. Bello Nock,
Zirkusclown sagte, mein Vater hat mir das Zirkusleben nie aufgezwungen. Er sagte nur, ich müsste es während 30 oder 40 Jahren ausprobieren. Ein Interviewer fragte Kurosawa, den bekannten genialen japanischen Filmregisseur, als er schon über 80 war, wann werden Sie aufhören, Filme zu machen? Kurosawa antwortete, sobald ich gelernt habe, wie man es macht. Beruhigung, tiefe Sammlung, Achtsamkeit des jetzigen Moments, Achtsamkeit aller Sinnes-, Denk- und Gefühlserfahrungen, ethisch heilsame Achtsamkeit mit der richtigen inneren Haltung, also nicht wertend, aber verbunden, gelassen, ausdauernd. Schließlich sollte die Achtsamkeit der Erkenntnis zugeneigt sein. So wie der Buddha in der Achtsamkeitsrede sagte, Achtsamkeit ebenso weit sie der Erkenntnis dient. Ein wichtiger Satz, ein hilfreicher Satz, wenn ihr etwas euch erinnern wollt, etwas Wesentliches über Achtsamkeit. Achtsamkeit ebenso weit sie der Erkenntnis dient. Ich habe gestern das Zitat von Sayadaw Tejaniya vorgelesen. Aus seinem Buch Gewahrsein ist nicht genug, von dem ich den Titel des Vortrags gestohlen habe. Wir praktizieren, weil wir verstehen wollen. Manche glauben, das Wesentliche in der Meditation seien die Dinge oder die Objekte oder die Erfahrungen, welche sie betrachten, oder die Erfahrungen, welche sie dadurch gewinnen. Die Erfahrungen spielen nicht wirklich eine Rolle. Manche möchten angenehme, friedvolle Zustände. Sie möchten entzücken. Verständlich, möchten wir alle. Wenn sie das aber hinkriegen, haften sie an diesen Zuständen und an den Objekten der Sammlung an. Der große Wert der Meditation liegt nicht in dieser Art von Resultaten, wie immer erfreulich sie auch sein mögen. Der wirkliche Wert liegt im eigentlichen Prozess des achtsamen Gewahrseins und des Erkennens und Verstehens dessen, was geschieht. Achtsamkeit, weil wir verstehen möchten. Es gibt bestimmte Aspekte, die mit Achtsamkeit zusammengehen müssen, damit die Achtsamkeit wirkungsvoll wird und umfassend wirkt und tatsächlich Erkenntnis ermöglicht. Man spricht hier von vier Arten von Wissensklarheit. Das ist ein etwas anderes Begriff als der von der Achtsamkeit selbst. Die Achtsamkeit ist immer das, was direkt weiß, bewusst erfährt, berührt, sieht. Wissensklarheit ist das, was den Überblick behält. Und ihr seht, wenn ich die vier erkläre, was gemeint ist. Ich meine, schon wenn die Glocke geht, müssen wir ja wissen, was das bedeutet. Also wir sind achtsam, bing, 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 das Hören. Schluss. Es muss noch etwas kommen. Wissensklarheit. Ah, das ist das Ende der Sitze. Okay, danke. Jetzt ist Gehmeditation. Wir müssen wissen, wo man hin, was durchgeht. Der Teil, der den Überblick hat. Die erste Art von Wissensklarheit bezieht sich auf den Zweck einer Handlung. Hier auf den Zweck unserer Praxis. Und im weiteren Sinne auch auf unsere Ausrichtung und unsere Ziele im Leben. Wir praktizieren und haben eine klare, realistische Vorstellung davon, was wir damit bezwecken. Eine Art Vision davon, wo wir hingehen wollen. Die Praxis findet im Moment statt, aber es muss uns klar sein, wohin es führen soll. Und dazu dienen nicht nur unsere Anleitungen, sondern auch unsere Vorträge, um ein Stück weit auch eine Roadmap euch mitzugeben. Ein Beispiel ist die regelmäßige Praxis oder die regelmäßige Auseinandersetzung vielleicht mit der sogenannten Zuflucht, was in buddhistischer Terminologie Zuflucht bedeutet. Das Klären der eigenen Ausrichtung und der Ziele unserer Praxis und unseres Lebens ist, was Ingeborg uns jeden Morgen erinnert hat und erinnern wird. Es wird uns erinnern. Wir wollen erwachen, zwar erwachen aus dem Verlorensein, in unseren Geschichten und Dramen und all dem ganzen Zeug. Und letztlich erwachen aus der Verblendung,
einer nicht realistischen, nicht hilfreichen Sichtweise der Wirklichkeit, einer unrealistischen Beziehung zur Sicht, zur Wirklichkeit hier oder draußen. Erwachen. Wir wollen Herz und Geist und Dasein verstehen. Wir wollen uns von innerem Leiden befreien. Dass wir das wieder wissen, darum geht's. Dass die Wissensklarheit in Bezug auf die Ziele. Ich kann auch sagen, wir sind voller Achtsamkeit bei jedem Schritt, aber wir vergessen dabei nicht, dass wir vielleicht zu den Gruppengesprächen gehen wollen. Oder wir wissen noch, eigentlich wollte ich aufs Klo. Die Achtsamkeit und das Wissen, wohin. Das zweite ist die Wissensklarheit über die Eignung. Hier geht es darum zu wissen, welches Mittel für mich heute am geeignetsten ist, um hierher zu kommen, zum Beispiel nach Beatenberg. Zu Fuß, mit dem Velo, dem Bus, mit dem Auto, je nach Gesamtsituation. Und viel bedeutender ist dieser Aspekt natürlich in Bezug auf unsere Praxis wieder. Ich möchte innerlich freier werden. Da muss ich unbedingt und genau wissen, welches die geeigneten Mittel sind und wie die funktionieren und wie die anzuwenden sind. Irgendeine vage Vorstellung von Meditation oder von Achtsamkeit reicht dabei niemals. Das ist irgendwie auch so ein Stück des Mythos. Wir sitzen schön da, möglichst gut aussehend, noch mit Kerzen und Räucherstäbchen. Und wenn wir lange genug gut da sitzen, macht es irgendwann mal Bingo, dann ist alles gut. Von da an ist immer alles toll. Hey, wenn ihr sowas findet, sagt es mir sofort. Dann bauen wir hier um. Wir müssen genau verstehen, was Meditation und Achtsamkeit ist und wie sie angewendet wird. Wie genau praktiziert man? Welche Art Praxis führt zu welchen Ergebnissen und Zielen? Welche Umgangsweisen sind wann angebracht? Wann Vipassana und für was? Wann Metta oder Mudita für was? Wann Samatha? Wissensklarheit betreffend Zweck und Ziel, Wissensklarheit betreffend Eignung oder Mittel. Das dritte heißt Wissensklarheit über die Meditation. Und hier geht es darum, dass wir die Meditation, in unserem Fall hier die Achtsamkeit, die richtig verstandene Achtsamkeit, möglichst kontinuierlich aufrechterhalten. Also eben spüren, wissen, achtsam wahrnehmen, was ist. Zum Beispiel jetzt. Sind wir im Zuhören verloren oder wissen wir, dass wir zuhören und spüren auch noch vielleicht, dass wir da sitzen? Wissen wir, was wir für Reaktionen haben und Stimmungen? Ich habe fast immer Reaktionen, wenn jemand spricht. Manchmal korrigiere ich sie innerlich. Hat er schon gut gesagt, aber so wäre noch besser. Es geht blitzschnell. Vielleicht macht es euch das nie. Aber die von euch, die so ein bisschen nicken oder so ein bisschen so machen, schaut, ob ihr das mitkriegt. Achtsamkeit in jeder Situation, in jedem Moment. Und eben Wissensklarheit. Sensei Pat Enkyo Ohara beschreibt diesen Aspekt der Praxis. Sie sagt, Praxis ist, was wir sind. Unser Leben ist wie der Ozean. Beide, also Praxis und Ozean und Leben, verändern sich ständig und finden sich natürlicherweise mit mächtigen Stürmen und mit freudlosen Flauten konfrontiert. Wie können wir dafür sorgen, dass unser Geist in einer Verfassung ist, in der Praxis immer stattfindet, ob da nun Trübsal herrscht oder Tumult? Interessant, dass sie Trübsal oder Tumult als Beispiele nimmt. Wenn wir es dort nämlich hinkriegen, kriegen wir es überall hin. Eine äußerst radikale Sichtweise der Praxis ist hier notwendig. Praxis und damit das achtsame Gewahrsein ist nicht etwas, das wir tun, sondern etwas, was wir sind. Dann sind wir nicht getrennt von der Praxis. Und egal was geschieht, ist sie immer wirksam und in Action. Wissensklarheit betreffend Zweck und Ziel, betreffend geeignete Mittel, betreffend den Meditationsbereich. Als viertes und letztes geht es um die Wissensklarheit der Nichtverblendung. Das Material für mehrere Vorträge allein, und ich halte mich kurz. Hier geht es um die Erkenntnis selbst. Endlich kommen wir nun zur Frage Achtsamkeit, soweit sie der Erkenntnis dient. Was heißt das? Das heißt, dass wir erkennen müssen,
wie die Unwissenheit in unserem Geist, wie die Verblendung Täuschung verursacht und wie diese Täuschung bewirkt, dass wir uns ständig wieder inneres Leiden schaffen. Das ist nicht ein großes philosophisches Thema, sondern etwas, was wir von Moment zu Moment betrachten können, wenn wir einfach direkt hinspüren und interessiert sind daran zu lernen. Jemand hustet und wir können uns 5 Minuten Leiden schaffen. So hustet die immer, warum kann die nicht aufhören? Weiß die nicht, dass wir meditieren? Es ist doch hier drinnen jetzt so schön still, jetzt war ich gerade gesammelt, jetzt ist es wieder futsch. Jede Variante von dem. Und am nächsten Tag das gleiche Husten. Die Arme, die hat immer noch Husten. Vielleicht sollte ich im Büro sagen, sie sollen ihr diese Hustenbonbons geben. Oder Mitgefühl ist da. Es ist immer noch derselbe Klang. Vielleicht am nächsten Tag hören, 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 einatmen, ausatmen, hören, 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 einatmen, ausatmen. Es ist alles vergänglich, kommt und geht. Und da wir ja im Moment im Schweigen sind und nicht aufstehen sollten, um Hustenbonbons zu holen, ist alles, was es braucht. Seht ihr, im ersten Fall haben wir Leiden erschaffen, im zweiten Fall haben wir heilsame Gefühle erschaffen. Und im dritten Fall waren wir frei. Überhaupt kein Problem. Und doch präsent. Zu erkennen, was zu was führt. Es braucht Erkennen oder Erkenntnis in 2 Bereichen. Der eine ist, dass wir erkennen, wie und warum unheilsames Denken und Reden und Handeln uns selbst Leiden schafft. Dass wir das sehen, verstehen. Das wäre ein Beispiel gewesen vorhin von unheilsamem Denken. Und als wir mitfühlend waren von heilsamem Denken. Und wir erkennen, wie und warum heilsames Denken, Reden und Handeln uns verbundener, heiterer, froher macht. Das ist ein Bereich der Erkenntnis. Und das ist auch wieder ein großer Bereich, den wir ein anderes Mal behandeln können. Im zweiten Bereich beginnen wir das Wesen oder die Natur aller Dinge selbst zu verstehen. Und ihr werdet das noch oft hören. Braucht manchmal lang, bis wir glauben, dass so etwas so Offensichtliches wie die Vergänglichkeit das Objekt der Meditation sein soll, für 4 oder 9 Tage. Wir wissen es ja schon. Und doch vergessen wir es, wenn es unangenehm wird und die Zeit ein bisschen langsam geht, haben wir schon vergessen, dass es vergänglich sein wird, egal wie lange es geht. Wir verstehen die Natur der Dinge. Ihre sich ständig wandelnde Natur, ihre Unzulänglichkeit, ihre nicht fassbare, nicht ergreifbare, nicht behaltbare Natur. Die Tatsache, dass weder in uns Menschen oder in den Lebewesen noch in irgendeinem Ding oder Zustand oder Erfahrung ein bleibender, unabhängig existierender Wesenskern vorhanden ist, den man irgendwie dann finden könnte und für immer unabhängig von allem sein könnte oder der die Kontrolle hätte über alles endlich. Wir erkennen zutiefst, dass diese Wirklichkeit uns selbst mit eingeschlossen durch die folgenden Bilder aus dem Diamantsutra treffens beschrieben werden. Ich lese es heute Abend nochmals. Das ist von Buddha. So sollst du die ganze vergängliche Welt verstehen, wie ein Stern in der Morgendämmerung. Wie eine Blase auf dem Fluss, wie ein Wetterleuchten in einer Sommerwolke, wie ein flackerndes Licht, wie ein Schatten, wie ein Traum. Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, hängt von unserer Umgangsweise und unserer Haltung diesen Dingen gegenüber ab. Solange wir festhalten und möchten, dass alles viel wirklicher, viel permanenter, viel solider wäre, es ist schrecklich zu erkennen, dass sich alles verändert. Sobald wir bereit sind, in jedem Moment loszulassen, mitzuschwimmen, ist völlig kein Problem. Das beobachten wir in unserem Moment-zu-Moment-Praxis. Wenn wir die Natur aller Dinge oder das wesentlichste Wesen aller Dinge sehen und erkennen, sie vollständig annehmen und gleichzeitig zutiefst und bedingungslos loslassen, dann beginnen wir zu erfahren, was innere Freiheit heißt.
Und zwar nicht einmal dann, wenn wir so weit sind, sondern jedes Mal, in jedem kleinsten Moment, in dem wir annehmen, auch wenn es uns nicht passt. Oder in dem Moment, wo wir loslassen, auch wenn etwas gerade vergeht, das wir hätten behalten wollen. Dann erfahren wir Freiheit. Und jedes Mal, wenn wir es nicht tun, erfahren wir Leiden. Und wir sind manchmal so wahnsinnig stur. Wir könnten einfach annehmen und loslassen, aber nein. Und eben, um dies zu ermöglichen, brauchen wir richtig verstandene und richtig angewandte Achtsamkeit und Wissensklarheit. Nicht nur Beruhigung, nicht einfach tiefe Sammlung allein, sondern wache Achtsamkeit des jetzigen Moments. Und zwar Achtsamkeit aller Sinnesdenk- und Gefühlserfahrungen. Dies mit ethisch heilsamer Achtsamkeit oder der richtigen Innenhaltung und mit einer Achtsamkeit, die der Erkenntnis zugewandt ist. Mit Wissensklarheit bezüglich Zweck und Ziel, bezüglich der geeigneten Mittel, bezüglich der Meditation und bezüglich der Erkenntnis der wahren Natur aller Dinge. Diese Art von Achtsamkeit, von achtsamem Gewahrsein, führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Leiden, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nirvana, der inneren Befreiung. Ich möchte mit Tony Packer schließen. Das Zitat heißt: Staune und lausche. Das Aufkeimen und Erblühen von Verständnis, Liebe und Weisheit hat nichts mit irgendeiner Tradition zu tun. Und es hat auch nichts mit Zeit zu tun. Es geschieht von selbst, wenn ein Mensch forscht, neugierig ist, ergründet, schaut und horcht in dieser unmittelbaren, achtsamen Weise, ohne in Angst, Lust oder Schmerz hängen zu bleiben. Wenn die Ich-Bezogenheit ausgedient hat und verstummt ist, dann sind Himmel und Erde offen. Das Aufkeimen und Erblühen von Verständnis, Liebe und Weisheit geschieht von selbst, wenn ein Mensch forscht, neugierig ist, ergründet, achtsam schaut und horcht, ohne in Angst, Lust oder Schmerz hängen zu bleiben. Wenn die Ich-Bezogenheit ausgedient hat und verstummt ist, dann sind Himmel und Erde offen.